Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir sind hier jetzt immer noch im Labor und suchen Megan, ein kleines Mädchen, das wir irgendwie als Opfer nehmen können. Wir haben auch wieder Hunger. Man da? Nee, die kann man nicht. Dann suchen wir die mal. Sind Fußspuren. Da haben wir wieder Mutanten. Nicht Mutanten, sondern Ureinwohner. Nochmal Geld. Müssen wir auch mal ein bisschen auffüllen. Dich nehmen wir auch noch. Durch die Scheibe. Komm. Ah. Oh, nochmal Geld. Ja. Ja, ach nee, jetzt bin ich blutüberströmt. Mann, hier. Aber waschen kann ich mich hier jetzt nicht, ne? Wäre schön, wenn ich mich hier irgendwo waschen könnte, duschen oder so. Wenn ich hier so einen Duschraum gäbe. Schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Da hinten weiter? Nee. Hier gibt's Kaffee und Alkohol. Können wir noch ein bisschen sowas hier machen? Wie viel haben wir jetzt? Keine Ahnung. Ah, okay. Dann machen wir noch ein paar Pfeile. So. 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 Hier und hier. Mal Alkohol. Machen wir noch ein paar mehr. Aber echt doof, dass man die immer einzeln machen muss. Gibt's hier noch? Ja, da gibt's noch welche. Und hier. Ah, die sind schon. Ja, was kann ich noch mit denen machen? Vergiftet. Ah. Giftete Pfeile können wir auch noch machen. Also die nochmal vergiften. Ich glaube, da müssen wir hin. Hier können wir nochmal pennen, aber nicht speichern. Langsam habe ich Schiss. Das sieht ganz stark nach Arena-Kampf aus. Boah, was kommt da jetzt? Fußspuren? Na, die torkelt hier auch ein bisschen, wie man sieht. Entschuldigung.
Da ist die Kleine auf jeden Fall. Hallo Kleine. Was passiert hier jetzt? Okay. Okay, die weiß von uns Bescheid. Gibt die jetzt? Okay. Was? Was passiert? Was passiert da jetzt? Warte mal. Wir nehmen das hier. Hoppala. Babys. Die macht Babys. Nein, 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 nein. Yo. Ach du Scheiße. Sie ist das? Wie ist das? Nein, 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 nein. Oh, nein. Tschüss, Babys. Nein, 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 nein. Ah. Nein, 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 nein. Nein! 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 Nein, 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 nein! Ach, du! Komm, lad nach! Nein! Digga. Nein. Nein, ich steck fest. Und Hunger habe ich auch noch gleich. Kann die auch mal drauf gehen? Okay, die haben wir. Jetzt noch die Babys erledigen. Da hinten sind sie. Die sind auf dem Weg zu mir gerade. Ersten. Zweiten. Den haben wir. Boah. Das ist aber ein Kampf. Den haben wir. Und den haben wir. Können wir jetzt noch die Pfeile eben wieder einsammeln? Hier liegt noch einer. Liegen hier noch Pfeile von mir? Hier scheint auch tot zu sein, ja? Hier sind keine mehr. Boah.
Ja, eben jetzt schnell was essen nach dem Kampf. Wir haben auch irgendwo eine Info, eine Notiz. So, haben wir alles hier? Ne, eine Notiz fehlt hier noch. Oder keine Ahnung, wie viel das sein sollen. Vielleicht sind das auch mehr. Oh, wir wechseln mal wieder auf die Axt. Haben wir die Kleine jetzt? Oh, war das aber ein Kampf. Jetzt die wieder zurückbringen, ey. Ne, Licht kann ich jetzt nicht anmachen, schade. Wo war denn das? War es hier? Nein, da war es nicht. Boah, die hat aber auch. Okay, die hat aber gut auch hier ausgeteilt, meine ich. Hier rein? Ne. Wo müssen wir nochmal? Da. Da müssen wir hin. Haben wir sie noch? Ja. Neuer Eintrag in deiner To-Do-Liste hinzugefügt. Sahara. Okay, warte mal, jetzt neuen Eintrag gucken. Hier. Bin ein lebendiges Opfer. Ein lebendiges Opfer? Ja, okay, hier ist richtig. Du Second Dings. Second Artefakt. Ich habe keine Ahnung, wen wir jetzt als lebendiges Opfer nehmen müssen. Machen wir aber mal hier Licht an. Oh, hier ist es eingekracht, durchgesch. Wir gehen erstmal dahin. Können wir nicht aufmachen, okay. Also müssen wir da durch. Hier müssen wir also durch. Vielleicht können wir uns hier einmal kurz waschen. Oh, hier nichts. Und hier durchzwängen. Okay. Die Dinger können wir nicht aufmachen. Da unten können wir uns waschen. So, und runter. Nein, nein, nein. Boah. Ich dachte schon, ich falle hier runter in den Tod. Das wäre nicht so nice gewesen. Warte mal, ich will mal gleich schauen. Oder wir schwimmen erstmal durch. In Höhlen können wir ja bauen. Dann können wir vielleicht hier irgendwo. Haben wir noch die rote Farbe? Sieht so aus, als hätten wir noch die rote Farbe an uns. Ah, okay. Wir sind noch rot. Warte mal, den hier wieder ausziehen. Nein, das wären wir noch rot. Dann würde ich mal
sagen, wir bauen uns hier ein provisorisches Lager irgendwo. Können wir nicht. Was? Ne, mehr Steine brauchen wir nicht. Wie viele haben wir? Fünf. Okay. Ja, wo sind wir? Auf der Map. Interessant, dass hier unser Charakter hier nichts aufschreibt. Alter, was ist mit denen? Was ist mit denen allen? Kann man da runter? Hoppla. Hier kann man runter. Hört sich an, als wäre hier irgendwo noch ein Mutant. Okay. Sehr interessant hier. Aber ich glaube, das wäre, wenn man hier runtergefallen wäre. Ich glaube, wir müssen dahin und dann für den Fall, dass man runterfällt, war das dafür vorgesehen. So, aber rot sind wir immer noch. Würde ich hier gerne irgendwo noch mal speichern. Wir wechseln mal zur Taschenlampe. Wie viel hat die noch? 28. So, dann essen wir noch mal eben. Dann schauen wir mal, was hier jetzt kommt, passiert. Okay. Ja. Was denn hier passiert? Alter, ist das widerlich. Achso, ja, da können wir eben noch eine trinken. Dann sammeln wir die auf. Ach du Scheiße. Alter. Komplette Forschungseinrichtung hier. Arsch. Komplette Einrichtung. Oh. Süß, die beiden.
Da setze ich mir mal nicht drauf. Und komisch, dass ich überhaupt die Option bekomme, mich auf dessen Köpfe zu setzen. Ja, ich hätte aber trotzdem gerne lieber noch ein paar Snacks oder sowas. Ein Snackautomat wäre jetzt super. Errungenschaft freigeschaltet, groß. Ja, noch mal ein bisschen Energie tanken. Wo geht's hier jetzt lang? Alter. Was ist denn jetzt? Hab den Stein kaputt gemacht? Leuchtfackeln. Hallo. Muss nach unten hauen. Dann scheiß drauf. Okay, das ist die andere Seite. Wahrscheinlich. Hier haben wir wieder Licht. Kommen wir hier durch? Ja. Was passiert hier jetzt? Hört sich an wie so ein Flugzeug. Was? Jo. Was sind wir denn hier? Oben auf dem Berg oder nicht? Oh, die Frames brechen ein bisschen ein. Alter. Ich glaube, wir können von da hinten irgendwo. Da können wir auch noch weiter gucken. Ja. Kann ich von hier aus mein Zuhause sehen? Kann nur zwei blaue Flaggen sehen. Und eine gelbe. Hä, wo bin ich jetzt? Ach, da hinten. Ah, das kennen wir von dem Video. Alter. Alter. Ich glaube, das ist außerirdisch. Von Aliens. Kann ich mein Zuhause von hier aus sehen? Müsste da hinten auf der. Ja, genau, auf der Insel müsste es sein. Aber ich kenne es von hier aus gar nicht. Alter, das ist die komplette Insel? Ja, aber unser Zuhause sehen wir nicht. Gibt hier noch irgendwas? Oh, hier? Three matches identified. Gibt hier nicht noch eine andere Möglichkeit? Da leuchtet was. Emergency Shutdown. Damit könnten wir das ausschalten. Aber ich würde sagen, hier machen wir mal das hier. Und dann, da ist ein Thomas, da ist ein Kevin und eine Sally.
Ja, dann würde ich sagen, in dieser Folge machen wir das echte Ende und in der nächsten die Alternative. So, dann würde ich sagen, ich schalte mich jetzt hier mal aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. War das jetzt ein EMP? Jo, da kommt noch nächster Flugzeug. Boah, ist das laut gewesen. Boah, das war aber richtig laut. Und was kommt jetzt? Ein Jahr später. My next guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Eric heißen wir. Nice to meet you, man. That's one hell of a story. So let's jump right into it. You've written a harrowing tale of survival and adventure with a plane crash. Look, you can see it on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Well, come on, everyone. Yes! All right. Grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. I got my axe. Where do you hold this thing? Oh, like this? Here we go. Huh? Is he okay? Okay. Ist er jetzt tot? Ne, okay, der lebt noch. The Forest. Errungenschaft freigeschaltet. Survive the Forest. Nice. Oh, es geht noch weiter. Boah, die Musik finde ich geil. Das ist Timmy. Ist älter geworden. Da geht sogar noch weiter die Map. Boah, Schwisky.
Boah, wie geil ist das, wirklich. Da freue ich mich schon jetzt auf Sons of the Forest, das jetzt dieses Jahr rauskommen soll. Im Februar, glaube ich, war das sogar. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wann das rauskommt, aber ey. Ich bin richtig krass gehypt darauf, wirklich. Naja, sowieso, nach Forest kommt ja bei mir erstmal Raft. Das ist ganz klar. Aber nach Raft würde ich direkt mit Sons of the Forest loslegen. Und boah, da bin ich aber echt gespannt drauf. Ich schalte mich aber jetzt auch gleich ab. Dann lasse ich die Endcard hier noch ein bisschen laufen, also die Mitwirkenden. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder oder hören wir uns gleich wieder. So, und ja, damit sage ich auch schon mal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart zu The Forest. Und in der nächsten Folge werden wir definitiv dann das alternative Ende spielen. Und ja, dann ab dann beginnt dann so, dass ich hin und wieder mal in The Forest reinschaue, ein bisschen was vielleicht mache oder sowas. Eine Folge wird noch definitiv safe kommen und dann wird nur hin und wieder mal was gemacht. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.